Liebe Freunde, ich habe eine wahnsinnig gute Nachricht für alle Freunde der Deeskalation. Es ist heute oder heute ist mir mehrfach von sehr, sehr vielen Agenten sozusagen diese Deklaration geschickt worden. Ich habe mich intensiv damit beschäftigt und ich muss sagen, das ist wirklich eine sensationelle Sache, weil hier melden sich die wahrscheinlich wichtigsten Epidemiologen und zwar für Infektionskrankheiten. Ja? Also das heißt genau die Spezialisten, die es gibt, zu Wort, die nicht einen Interessenskonflikt haben mit Finanzierung durch die Pharmaindustrie beziehungsweise durch Profit, durch einen PCR-Test. Also hier sind drei. So viele Leute haben das schon unterschrieben und ich bitte Sie sehr, dass Sie sich dem anschließen, wenn Sie das teilen können. Das sind die drei wirklichen Topstars, die das verfasst haben von der Harvard University, Oxford University und Stanford University. Wir schauen uns dann den Text im Detail an, aber jedenfalls jeweils Epidemiologen, das sind wahrscheinlich die drei wichtigsten Unis auf der Welt. Harvard war ich selber. Ein bisschen habe ich reingeschnuppert, also das ist ein tolles Pflaster. Und hier haben wir viele andere Unterzeichner, unter anderem Nobelpreisträger. Das sind, meine Damen und Herren, keine Spinner. Wie Sie wissen, bin ich Neurowissenschaftler, Psychiater, Neurologe und ich bin, das sind die drei, bitte schön, da haben wir sie noch einmal. Ich bin kein Experte für Epidemiologie oder Infektionskrankheiten, aber ich kann sehr gut einschätzen als Kollege, dass diese Leute wirklich die Topstars sind unter den für dieses Thema. Und als Psychiater komme ich interessanterweise zu sehr ähnlichen Schlüssen, weil ich merke, dass wir und schon lange in einer Spirale drehen von Sicher-ist-sicher-Politik, wo man eigentlich mehr das Detail sieht als das Ganze, wo man sich auf Zahlen fixiert, wo man versucht, irgendeinen Laborwert zu bekämpfen, statt dass man überlegt, wer ist wirklich krank. Schauen wir uns diese sensationelle Erklärung im Original an. Also ich lese sie jetzt natürlich mit Ihnen gemeinsam auf Deutsch. Im Original ist es auf Englisch, aber da ich ein deutsches Video drehe, ist es sinnvoll, wenn wir das auf Deutsch machen. Also, das sind Epidemiologen für Infektionskrankheiten. Was ist Epidemiologie? Epidemiologie ist die Lehre von der Verbreitung der Krankheiten. Das heißt, die wissen sich, die kennen sich besser aus mit Pandemien als die Virologen selber. Die Virologen überlegen sich, wie kommt es zu einer Infektion und was macht man da dagegen, aber wie sich das weltweit ausbreitet oder in einer gewissen Gebiet, das sind die Epidemiologen. Ja, das glaube ich, das haben viele nicht ganz im Kopf. Und Wissenschaftler im Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens, ja, also das heißt, die sind genau die Experten auf den Top-Unis. Ich glaube, ich muss mich wiederholen, haben wir ernste Bedenken hinsichtlich der schädlichen Auswirkungen der vorherrschenden Covid-19-Maßnahmen. Ja, und sie haben keine Bedenken wegen des Viruses, sondern wegen der Maßnahmen. Und da freue ich mich auch, dass ich mit als Psychiater von einer ganz anderen Seite kommen schon lang auch das Gefühl hatte oder den Eindruck, Gefühl ist zu wenig, den Eindruck, dass die Maßnahmen wesentlich gefährlicher sind als der Virus selbst, der zweifellos vorhanden und gefährlich ist für gewisse Patientengruppen, aber nicht für die Gesamtbevölkerung. Aber dass die Maßnahmen einen physischen und psychischen Schaden verursachen. Und da bin ich jetzt, da ist jetzt mein Thema, das psychische Gesundheit, das kann ich wirklich nur unterstreichen. Also Social Distancing finde ich jetzt nicht ganz so schlimm, obwohl es schon eine gewisse Unnatürlichkeit beinhaltet. Aber ein Lockdown ist psychologisch gesehen eine Katastrophe und die Masken ist kommunikationsmäßig und ganz besonders für Kinder auch eine unheimliche Belastung und Einschränkung und die Bagatellisierung zu sagen, naja, das ist ja nur für ein paar Stunden und das ist ja alles nicht so schlimm, das ist falsch. Das sind Menschen, die kein Gefühl für das eigentlich Menschliche haben, weil in Wirklichkeit ist es so, dass eine ganz wichtige Lebensintuition, die wir Menschen haben, ist, dass unsere Atemwege frei
bleiben. Das heißt, natürlich ist es psychologisch bedenklich, wenn man eben von außen, ja nicht von innen intrinsisch, wenn man sagt, das ist wichtig, sondern von außen verordnet, einen Zwang dazu hat, den Atemweg zu blockieren oder zumindest zu erschweren. Und was in Zukunft offensichtlich geplant sein könnte, ist eine Zwangsimpfung. Das wäre eine Katastrophe und das alles drückt sehr auf die Psyche in Kombination mit diesen fanatischen Gesundheitsaposteln, die eben Menschen ins Abseits drängen, verprügeln, wenn sie eine Maskenbefreiung haben oder sonst wie an den Rand der Gesellschaft stellen, Stichwort Covidioten oder Verschwörungstheoretiker oder sonst irgendwas. Also das heißt, die psychische Gesundheit ist für mich natürlich im Vordergrund, aber diese Experten, eine Expertin, zwei Experten, sehen natürlich logischerweise auch die physische Gesundheit in Gefahr und empfehlen einen Ansatz, den wir gezielten Schutz, also Focus Protection nennen, das finde ich ausgezeichnet. Also es wird noch erklärt, was das genau ist. Wir gehen es im Detail durch, aber tatsächlich haben wir ja, das wissen wir aus einer Studie im New England Journal, haben wir ja die Gruppe der 0- bis 20-Jährigen praktisch nicht gefährdet, beziehungsweise weniger gefährdet durch Covid-19 als durch Influenza. Dann die Gruppe von 20 bis 65 sind gleich gefährdet, wenn sie keine Vorerkrankung haben, wie durch Grippe. Und eben die über 65-Jährigen, besonders mit Vorerkrankung, sind mehr gefährdet. Das heißt, wir haben eine sehr konzentrierte Gruppe und deswegen ist es auch sinnvoll, einen gezielten Schutz anzuwenden. Wir kommen politisch sowohl von links wie auch von rechts. Ja, also die repräsentieren, das glaube ich, ist klar. Die politische Mitte, Harvard ist in den USA, da kenne ich mich halt besser aus, eher links verordnet, also Democratic. Und weiß jetzt gar nicht, wer da eher rechts oder wahrscheinlich eher konservativ. Aber das tut auch nichts zur Sache. Ich glaube, diesen Experten muss man auch nicht ad personam Argumente unterstellen. Und aus der ganzen Welt. Also da reden sie nicht nur von den drei Erstunterzeichnern, sondern von den vielen anderen, die da schon mit unterzeichnet haben. Und haben unsere berufliche Laufbahn dem Schutz der Menschen gewidmet. Sehr gut. Also eben hauptsächlich in erster Linie Ärzte. Ich schließe mich dem voll an. Die derzeitige Lockdown-Politik hat kurz- und langfristig verheerende Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit. Gut, also wenn das so einschlägige Experten sagen, glaube ich, dann sollte man wirklich ernsthaft beginnen, darüber nachzudenken. Ich glaube, den Politikern fehlen langsam die Argumente. Und das Problem, das ich sehe als Psychiater, ist eben, dass es eine relativ große Gruppe von sogenannten Experten gibt oder wirklichen Experten, die einen massiven Interessenskonflikt haben. Was meine ich damit? Es gibt einfach in der Medizin eine enge Verknüpfung mit der Pharmaindustrie. Das ist keine Verschwörungstheorie, sondern das ist meine Erfahrung als Arzt und das ist prinzipiell auch nicht schlecht, solange man es offenlegt. Solange man es offenlegt. Und in jedem Vortrag, in jedem wissenschaftlichen Vortrag, in jeder Publikation müssen wir es offenlegen. Aber es wird nicht offengelegt in den Statements, in den politischen Statements. Und das ist ein Riesenproblem. Hätten wir das nicht, würden wir sagen, Herr XY, Virologe, der am PCR-Test sehr gut verdient, meint das und das, könnte man das besser einordnen. Ich glaube, Sie verstehen, was ich damit sagen will. Zu den Ergebnissen, um nur einige zu nennen, gehören, okay, der Computer schläft jetzt wieder oder gehorcht mir nicht, das ist ja eh schon Standard. Ah ja. So, gehören niedrige Impfrate bei Kindern, ja, natürlich durch den Lockdown und durch das Runterfahren des Medizinsystems, in Wirklichkeit war das ja so, sind Kinder weniger geimpft worden. Das heißt, wir sehen da auch, das sind überhaupt keine Impfgegner, wie irgendwer, wie vielen Leuten gleich unterstellt wird, wenn sie kritisch denken. Schlechtere Verläufe bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Klar, dadurch, dass es weniger Medizin angeboten werden kann. Weniger Krebsvorsorgeuntersuchungen. Eine gute Freundin von mir konnte tatsächlich jetzt ein halbes Jahr nicht untersucht werden, obwohl sie eine Krebsdiagnose hat. Und eine Verschlechterung der psychischen Verfassung. Da sind wir wieder bei dem
Thema, das mich eben besonders bewegt und wo ich schon einige öffentliche Appelle verfasst habe. Deswegen, das kann ich wirklich eins zu eins unterstreichen. Also das Psychische, das andere nehme ich mal an. Was in den kommenden Jahren zu einer erhöhten Übersterblichkeit führen wird. Das ist sehr logisch, dass das so sein wird. Ja. Besonders eben diese Krebsvorsorgeuntersuchungen, Herz-Kreislauf und die ganze prophylaktische Medizin ist ja auf Eis gelegt worden. Die Arbeiterklasse und die jüngeren Mitglieder der Gesellschaft werden dabei am schlimmsten betroffen sein. Schüler von der Schule fernzuhalten, ist eine schwerwiegende Ungerechtigkeit. Und jetzt sage ich als Psychiater dazu, das steht hier nicht, Schüler mit Masken zu quälen, ist auch eine höchst, psychologisch gesehen höchst problematische Sache. Aber gut, Klammer auf, Klammer zu, ich will jetzt nicht meine Meinung mit dieser Weltelite der Wissenschaft mischen. Die Beibehaltung dieser Maßnahmen, bis ein Impfstoff zur Verfügung steht, wird irreparable Schäden verursachen. Wobei die Unterprivilegierten unverhältnismäßig stark betroffen sind. Das ist tatsächlich ganz offensichtlich klar. Und die Umschichtung von Geldern bedeutet ja nur, dass der Steuerzahler mehr zahlen muss, weil die Politiker ja aus der Verantwortung sind. Ja? Die nehmen unsere Gelder und geben sie woanders hin. Das ist auch keine echte Hilfe. Glücklicherweise wachsen unsere Erkenntnisse über das Virus. Wir wissen, dass die Gefahr durch Covid-19 zu sterben bei alten und gebrechlichen Menschen, da haben wir es jetzt, ja, mehr als 1000-mal höher ist es bei jungen Menschen. Ja. Also das ist jetzt dieselbe, also ich weiß nicht, ob es dieselbe Studie ist, aber dieselben Fakten, die ich schon erwähnt habe, an dieser New England-Studie, dass es eigentlich die Alten sind, die gefährdet sind, die Alten und Gebrechlichen. Tatsächlich ist Covid-19 für Kinder weniger gefährlich als viele andere Leiden, einschließlich der Influenza. Jetzt sagen Sie es wortwörtlich, jetzt bin ich ein bisschen stolz als kleiner Psychiater, dass Sie das genauso sehen, wobei das ist eine publizierte Tatsache. Das kann man eigentlich nicht anders sehen, außer man lügt. In dem Maße, wie sich die Immunologie in der Bevölkerung aufbaut, sinkt das Infektionsrisiko für alle. Na, da bin ich erleichtert, dass das endlich jemand sagt, nicht? Also, je mehr Leute, besonders eben Gesunde, infiziert werden, umso weniger ist das Risiko da. Das wussten wir am Anfang, haben wir alle davon geredet, dass es so sein wird. Nicht Stichwort Herdenimmunität. Auch für die gefährdeten Personengruppen tatsächlich. Das ist jetzt also denkerisch ein sehr naheliegender, aber doch in der öffentlichen Diskussion ganz neuer Ansatz, ja, dass man sagt, okay, wir müssen schauen, dass die Gesunden eben diese Immunität aufbauen, damit eben die Kranken und Gefährdeten eben auch in der Sicherheit sind. Wir wissen, dass alle Populationen schließlich eine Herdenimmunität erreichen. Na, sehr gut, eben. Das heißt, den Punkt, an dem die Rate der Neuinfektionen stabil ist. Sehen Sie, das ist einfach unheimlich beruhigend und ich freue mich wahnsinnig, dass das von sozusagen wissenschaftlich ganz oben kommt, dass diese Damen und Herren, endlich es schaffen, sich zu äußern, obwohl wir Wissenschaftler eigentlich für politische Themen eben nicht sehr empfänglich sind und uns das eigentlich total zuwider ist und wir lieber uns in unsere Kammer abschließen und unsere Wissenschaft machen. Aber in dem Fall freue ich mich, dass eine große, sehr große Gruppe, vor allem von US-amerikanischen und kanadischen Wissenschaftlern, jetzt diesen Schritt gemacht haben, weil wahrscheinlich ist es wirklich notwendig, weil das Wort Wissenschaft, meine Damen und Herren, wird in diesen Tagen so extrem missbraucht wie noch nie, seit ich bewusst das alles wahrnehme. Also jeder Hausmeister belehrt mich zum Beispiel, was wissenschaftlich alles erwiesen ist. Ja, mein Bundeskanzler, der sagt, wer den Coronavirus mit Influenza vergleicht, der ist dumm. Also ja. Wer da jetzt dumm ist, darüber kann man diskutieren. Dies kann durch einen Impfstoff unterstützt werden, wobei der Impfstoff viele Probleme hat, aber auf das gehen Sie jetzt nicht ein, weil der ist ja fiktiv, den gibt es ja noch nicht, ist aber nicht davon abhängig. Unser Ziel soll daher sein, die Mortalität und den sozialen Schaden zu minimieren, bis wir eine Herdenimmunität erreichen. Und ich glaube, diese Dynamik, aus psychologischer Sicht ist eben die Konzentration, die Fixierung wie die Maus vor der Schlange, die Fixierung vor der Gefahr des Virus, wo man eben die Kollateralschäden nicht mehr wahrnehmen kann, obwohl sie eigentlich eh relativ deutlich
vor Augen liegen und jeder Politiker das sehen sollte. Aber das Dilemma ist, dass Angstpatienten, und wir haben ja relativ viele in der Bevölkerung, dann eher den starken Mann oder die starke Frau wählen. Und da die Umfragewerte für die Täter noch so gut ist, sehen sie keinen Grund, sich zu ändern. Der einfühlsamste Ansatz, bei dem das Risiko und Nutzen des Erreichens einer Herdenimmunität gegeneinander ausgewogen werden, also Risiko und Nutzen, ja, besteht darin, denjenigen, die ein minimales Sterberisiko haben, ein normales Leben zu ermöglichen. Das ist wohl der Kernsatz. Und ich bin total erleichtert, dass meine Wahrnehmung als Arzt und Psychiater eben richtig ist. Und das ist ganz sicher der richtige Weg, Normalität, nicht neue Normalität, sondern normale Normalität, bitte. Was ist neue Normalität? Das ist wie abnorme Normalität. Ja, also eine ganz normale Normalität, ein normales Leben ermöglichen, ja, die eben genauso gefährdet oder weniger gefährdet sind wie durch Influenza. Die können ein normales Leben führen. Das ist einfach ein ganz, das ist auch ein sehr menschlich naheliegender Ansatz und jede Krankheit haben wir auch so besiegt bis jetzt. Damit sie durch natürliche Infektion eine Immunität gegen das Virus aufbauen können. Ja. So, jetzt habe ich wieder ein Computerthema. Da. Also das ist so ein Schlüsselsatz, das ist so einfach und gleichzeitig so brillant, aber die brillanten Sachen, das ist meine Erfahrung als Wissenschaftler, sind immer einfach. Ja, die brillanten Sachen sind nicht total kompliziert. Das ist, die komplizierten Sachen sind meistens noch nicht ganz fertig durchdacht oder nicht stringent dann formuliert und das ist einfach ganz naheliegend. Ja. Also jeder, der die Infektion hatte und immun ist, der ist natürlich keine Gefahr mehr für die anderen. Und eine natürliche Infektion, eine natürliche Immunität ist natürlich viel wirkungsvoller als eine möglicherweise mit Nebenwirkungen behaftete, schnell durchgepeitschte Impfhysterie. Während diejenigen, die am stärksten gefährdet sind, besser geschützt werden. Wenn einen dies gezielten Schutz, Focus Protection, ja, also das ist einfach, das freut mich sehr. Das hören zu dürfen. Und ich bin sehr erleichtert und ich höre von sehr vielen Kollegen, deswegen kriege ich das eben hauptsächlich von Medizinern und eben nicht von Pharma-gesponserten Medizinern, sondern von normalen Medizinern, diesen Link massenhaft zugesendet. Ich glaube, ich habe heute schon 20 Mal die Aufforderung bekommen, zu diesem Thema etwas zu machen. Ich mache es auch, weil das ist natürlich für uns Mediziner, da können wir eine neue Form der Loyalität pflegen, indem wir eben hinweisen auf das, was eigentlich medizinisches Wissen ist, fernab von Pharmainteressen. Und noch einmal, ich bin kein Gegner der Pharmaindustrie. Ich meine, ich verschreibe jeden Tag Medikamente, die die Pharmaindustrie entwickelt hat, aber bitte nicht auf Kosten der Menschen, sondern eben für Menschen. Die Verabschiedung von Maßnahmen zum Schutz der gefährdeten Personengruppe sollte das zentrale Ziel Reaktionen des öffentlichen Gesundheitswesens auf Covid-19 sein. Ja, das ist gut, das ist spitze. Allerdings sage ich es als Psychiater auch hier, Augenmaß bewahren und nicht unmenschlich werden. Ja, ich habe viele Zuschriften bekommen, wenn ich sage, okay, schützen wir doch die Schützenswerten und terrorisieren wir nicht allen, habe ich viele E-Mails bekommen von älteren Menschen, die sagen, wieso soll ich bevormundet werden? Das stimmt natürlich. Also auch ältere Menschen sollen sich aussuchen können, ob sie ihre Enkel sehen, ob sie alleine sterben wollen, sozusagen steril, oder ob sie lieber mit in Begleitung ihrer Liebsten sterben dürfen. Ja, also da muss, glaube ich, da müssen wir auch ein neues Augenmaß fernab dieser Angsthysterie finden. Zum Beispiel sollen Pflegeheime Personal mit erworbener Immunität einsetzen und häufige PCR-Tests bei anderen Mitarbeitern und anderen Besuchern durchführen. Ja. Dagegen habe ich gar nichts einzuwenden, abgesehen davon natürlich, wenn einer noch keine erworbene Immunität hat, soll er natürlich nicht gekündigt werden, aber das ist so ein Nebensatz. Der Personalwechsel soll minimiert werden, ja, geht halt nicht immer, aber es ist prinzipiell mal ein guter Gedanke. Menschen im Ruhestand, die zu Hause wohnen, sollen sich Lebensmittel und andere wichtige Dinge nach Hause liefern lassen, aber auch hier bitte einladen, ja, weil ich kenne halt auch viele alte Menschen, Patienten von mir, die halt auch wieder viel Freude haben, wenn sie mit anderen Menschen zusammentreffen und die nicht gerne skypen. Ja, also ich biete ja seit Monaten Skype gleich an, wie
das persönliche Gespräch. Und gerade die Alten nehmen das gerne nicht so an, weil das ist für sie komisch, in einen Computer reinzusprechen. Also auch hier bitte Augenmaß, ja. Wenn möglich, sollen Sie Familienmitglieder eher draußen als drinnen treffen. Okay, das ist eine Option. Altersheim, ja. Eine umfassende und detaillierte Reihe an Maßnahmen, dadurch auch Maßnahmen für Mehrgenerationenhaushalt, kann umgesetzt werden und liegt im Rahmen der Möglichkeiten und der Fähigkeiten des öffentlichen Gesundheitswesens. Ein Absatz noch, dann haben Sie es geschafft. Ja. Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir das einmal gemeinsam durchdeklinieren, weil ich war ja als Psychiater immer in der Position zu sagen, okay, die fachlichen Sachen sind nicht so mein Ding, ich konzentriere mich auf die psychologischen und hier kann ich jetzt wirklich aus dem Vollen schöpfen, ich kann das übernehmen. Ja. Diejenigen, die nicht schutzbedürftig sind, sollen sofort wieder ein normales Leben führen dürfen. Ohne Maske, ja, ohne Zwangsimpfung, ohne Social Distancing, sie sollen sich normal bewegen können, ihre Freunde treffen können und nicht bevormundet werden, wie lange sie weggehen und so weiter. Ne. Also die ganzen Blockwarte, die ganzen Kontrolleure oder verantwortungsbewusste Bürgerinnen und Bürger, die können, das ist gut, wenn die uns dann auch wieder mal in Ruhe lassen. Ja. Einfache Hygienemaßnahmen wie Händewaschen und Aufenthalt zu Hause im Krankheitsfall sollen von allen praktiziert werden. Ja, also Hände waschen und Aufenthalt zu Hause im Krankheitsfall. Also das, was man eigentlich immer gemacht hat, wenn man krank ist, bleibt man zu Hause. Das ist eigentlich auch nicht ganz neu. Ja? Um den Schwellenwert für die Herdenimmunität zu senken, das ist großartig. Ja? Das heißt, die Gesunden, die Stabilen, die mit einem gesunden Immunsystem, die sollen sich anstecken. Das ist relevant und das Interessante ist, es stecken sich ja auch nicht alle Gesunden an, weil schon wahrscheinlich viele immun sind, nicht? Wir wissen, dass von Diamond Princess, dieses Schiff von lauter Pensionisten und alten Leuten, wo sich nur 25% angesteckt haben, obwohl die monatelang unterwegs war, weil sie eben isoliert war. Und wir wissen das von vielen Familien. Da hätte ich gerne mal eine Studie, wo wir wissen, dass nicht alle infiziert worden sind, sondern meistens ist selbst der Ehepartner, der gemeinsam im Bett gelegen ist, nicht krank geworden. Das ist schon bemerkenswert. Egal, ja. Schulen und Universitäten sollen für den Präsenzunterricht geöffnet sein. Ja, das ist normal, weil die Kinder und die Jugendlichen sind nicht gefährdet. Außerschulische Aktivitäten, wie zum Beispiel Sport, soll wieder aufgenommen werden. Bravo. Junge Erwachsene mit geringem Risiko sollen normal und nicht von zu Hause aus arbeiten. Einverstanden. Restaurants und andere Geschäfte sollen öffnen können. Kunst, Musik und Sport und andere kulturelle Aktivitäten sollen wieder aufgenommen werden. Gerade die Kunst, meine Damen und Herren, wir unterschätzen die Kunst. Wir brauchen Kunst. Ja, wir brauchen das. Das ist keine Kleinigkeit. Das ist wirklich wichtig. Musik, ja, also das kann nicht sein. Ich meine, ich komme aus Wien. Deswegen ist für mich natürlich Musik besonders wichtig. Aber ich meine, ganz ehrlich, das kann man ja nicht monatelang abdrehen, einfach so, wenn man vor lauter Angst vor dem Virus eben das ganze Leben verunmöglicht. Menschen, die stärker gefährdet sind, können teilnehmen, wenn sie dies wünschen, eben, da haben wir es eben. Während die Gesellschaft das Ganze den Schutz genießt, der den Schwachen durch diejenigen gewährt wird, die die Herdenimmunität aufgebaut haben. Verstehen Sie, das ist der eigentliche Schutz der Armen und Kranken, indem wir eben jetzt gemeinsam versuchen, eine Herdenimmunität aufzubauen und nicht in einer Panikreaktion wie die Maus vor der Schlange erstarren und das ganze Leben wird verunmöglicht und wir drücken sozusagen die Infektionszahlen nur krankhaft nach unten, obwohl wir ja eh keine die Infektionszahlen, wohlgemerkt nicht die Erkrankten, ja, wir drücken das so nach unten, dass wir eigentlich im Grunde die Pandemie verlängern, statt dass wir eine Herdenimmunität ermöglichen. Also sehr geehrte Damen und Herren aus den USA, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für diesen mutigen Schritt. Und ich kann in der Zwischenzeit sagen, es ist mutig, so zu reden, weil es wird wieder irgendwelchen Ideologen und Pharmainteressen nicht gefallen. Aber ich sage Ihnen was, meine Damen und Herren, unterscheiden Sie zwischen Ärzten, die frei sind, und Ärzten mit Pharma. Kontakten. Dieser Interessenskonflikt ist ein riesiges Dilemma. Ich verstehe das als Psychiater sehr gut, aber als Mensch und Bürger dieser Welt sage ich, das ist eine große Gefahr für uns. Und deswegen freue ich mich für diese Deklaration. Bitte alle
alle unterschreiben ohne Ausnahmen, die das sehen und die mich mögen und schätzen. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer und Sie wissen, ich bin kein politischer Mensch und ich hänge mich eigentlich selten rein für Demos oder sonst irgendwas. Gute Sache, unterschreiben. Herzliche Grüße, Ihr Raphael Bonelli.